Japan hat gestern drei Mörder gehängt. Einen 48-jährigen Amokläufer, der 5 Menschen tötete, einen 46-jährigen, der Schwiegereltern und Stiefsohn ermordete, und einen 44-jährigen, der bei einem Raubmord 2 Frauen umbrachte. Es waren die ersten Vollstreckungen seit 20 Monaten. Justizminister Toshio Ogawa sagte, das japanische Volk stehe hinter der Todesstrafe. Er sehe es als seine Pflicht als Justizminister an, die Urteile, die von einer Jury aus dem Volk gefällt wurden, auch umzusetzen und so also die Todesstrafe zu vollstrecken. Als besonders grausam kritisieren Menschenrechtsorganisationen und ausländische Regierungen, dass den Todeskandidaten in Japan der Zeitpunkt der Vollstreckung nicht mitgeteilt wird. Die Angehörigen erfahren von den Hinrichtungen erst im Nachhinein.